Journal der Fairhaven-Kolonie, 23. April 1800. War mein erster Eintrag ein bisschen pessimistisch formuliert? Vielleicht. Nachdem wir die Siedlung angefangen haben aufzubauen, kamen die ersten Bauern und haben sich angesiedelt. Mit ihrer Hilfe waren wir auch in der Lage, die erste Industrie aufzubauen. Nicht nur Forsterei, Holzfäller und Sägewerke oder Fischer an der Küste, um die Grundbedürfnisse zu stillen. Auch erste Luxusgüter nenne ich sie jetzt mal. Aus Kartoffeln haben wir angefangen, Schnaps zu produzieren. Ich meine, ein bisschen muss man den Leuten ja auch was bieten. Die Gemeinde ist am Wachsen und langsam wird es lebhaft hier auf der Insel. Vor ein paar Tagen kam meine Mutter zu mir und bat mich, ein Bild von der hier ansässigen Feuerwehr zu machen für ihren Sohn, der sie wie Helden verehrte und später auch Feuerwehrmann werden möchte. Es freut mich zu sehen, dass Fairhaven sich so gut entwickelt. Mittlerweile haben wir auch die ersten Arbeiter, die sich hier angesiedelt haben. Natürlich haben wir auch die Inselwelt weiter erkundet. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir nicht die einzigen sind, die sich hier angesiedelt haben. Im Südosten der Inselwelt hat sich eine Händlerin angesiedelt, die aus den fernen Ländern dieser Welt kommt. Madame Kahina ist der Name dieser reizenden Frau, die auch nicht lange gezettelt hat, uns den ersten Auftrag zu erteilen, kurz nachdem wir sie kennengelernt haben. Ansonsten befinden sich in dieser Welt auch andere Personen, die das gleiche Ziel wie wir in etwa verfolgen. Wer genau sie sind und was sie wollen, das gilt es nur herauszufinden. Sobald ich mehr über sie weiß, werden sie vermutlich einen eigenen Eintrag in diesem Journal bekommen. Doch jetzt müssen wir uns erstmal wieder Fairhaven zuwenden. Jetzt, wo Arbeiter da sind, müssen wir auch weitere Waren produzieren, damit sie zufrieden sind. Deswegen ist es Zeit, dass wir nun wieder frisch ans Werk gehen und uns weiter aufbauen. Willkommen zurück zu Anno 1800 mit einem wunderschönen Blick auf unsere Hauptstraße hier in unserem wunderlichen Dorf mittlerweile. Und Tamara hole ich auch direkt wieder. Hallo! Wir machen direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir letztes Mal aufgehört bei den ersten Arbeitern, die in unser Dorf gezogen sind. Und mit denen kommen natürlich auch neue Bedürfnisse und, wie nennt man das eigentlich? Luxusbedürfnis. Wobei Luxusbedürfnisse sind noch nicht freigeschaltet, das ist auch erstmal ganz gut. Wir können uns erstmal ganz auf die Bedürfnisse konzentrieren und da wären wir beim Thema Wurst. Erstmal kurz gucken, also Ubisoft Club, ja, das habe ich noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal. Wer bist du denn? Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger. Eli Blickwurf stellt sich vor. Wer bist du? Oh, ich habe hier ganz viele Benachrichtigungen. Warnungen? Keine Ahnung. Aufgabenbuch, zeige keine Aufgaben, Zeitungsarchiv. Wo kann ich eigentlich die ganzen Leute überblicken? Hier, bei mir? Nope. Diplomatie, da würde ich mal behaupten, muss ich hin. So. Okay, das sind die anderen Spieler. Wo sind denn die anderen Neutralen? Oder werden die gar nicht mehr aufgelistet? Routen? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein neuer neutraler Charakter hat sich vorgestellt. Ich guck gerade mal. Ah, hier ist auch seine Insel. Was bist du? Mit Abschaum zu arbeiten. Sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Wie viele können das schon von sich behaupten? Du siehst sehr militaristisch aus. Ah, Polizei. Aha, du bist die Polizei. Ersuche. Also du möchtest Kartoffeln haben? Aha. Und du bietest Charaktere an. Na, bin ich mal sehr gespannt drauf. Admiral auf der Brücke. Auf jeden Fall schicken wir mal unser Schiff weiter, würde ich sagen. Am besten. Schön, dich zu treffen. Oh, guck mal. Ich komme gerade von einer meiner Expeditionen zurück. Ich bin Bente Jorgensen, Vorsitzende der Jorgensen Stiftung. Freut mich, dich kennenzulernen, Madame Jorgensen. Hier deckt sich gerade auf. Deswegen habe ich es auch noch nicht auf der Karte gesehen. Damit sind alle drei Spieler mittlerweile da. Mal sehen, mit wem wir uns gut stellen werden und mit wem nicht. Die Jackdaw wird auf jeden Fall erstmal weiterfahren. Und die Weltwärter erkunden. Werden wir uns jetzt erstmal um die Würstchen kümmern. So, Baumenü. Würstchenproduktion. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einmal eine Schweinezucht.
Wo packen wir euch am besten hin? Am besten erstmal weiter nach hier hinten. Was ist hier los? Wieso hast du ein Warnsymbol? Zu viele Transporter. Laden verzögert sich. Aha. Können wir dich eigentlich ausbauen? Na, wenn wir Stein hätten. Wie wär's denn mal, wenn wir dann auch versuchen, Stein abzubauen, was wir jetzt ja auch können. Aber erstmal Wurst. Erstmal die Leute zufriedenstellen, würde ich sagen. Das ist wichtiger. Wo bringen wir denn die Schweinezucht am besten hin? Packen wir es erstmal nach da drüben, würde ich sagen. Ja, erstmal schön den Blaupausenmodus. So, eins. Auch am besten packen wir die direkt an ein neues Lagerhaus, wenn schon das andere überfüllt ist. Wäre, glaube ich, besser. Das sind schon mal Felder, die nicht so eine tolle Größe haben. Na toll. So, dann... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir reißen das mal wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Blaupausenmodus ummachen muss. So. Zack, zack. Dann haben wir vier Felder. Und... packen wir da noch eins hin. So. Okay, dann brauchen wir eine Metzgerei. Metzgerei erfordert auch Stein. Also wir müssen jetzt so oder so auch Stein bauen. Kann erstmal dahin. Versuch's doch. Ah, da haben wir wohl jemanden gefunden, der nicht ganz so freundlich ist. Neue Befehle? Position 1. Wo, wen hast du denn entdeckt? Hier. Goldford. N. Harlow. Frei wie die Tiere im Wald und die Fische im Wasser, die zu jagen kein Frevel ist. Ja, haben wir wohl die ersten Piraten gefunden. Warnung. Eins der Schiffe wird angegriffen. Ja, Flaggschiff, fahr mal bitte ein bisschen weiter weg. Es ist, okay, von der Bucht halten wir uns fern, würde ich sagen. So viel steht fest. Aber sind wir hoffentlich gleich vorbei. Gut. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier. Baumenü bitte einmal. Und zwar hätte ich gern ein... ja. Pack mal Lagerhaus da drauf. Dann packen wir es hier hin. Auf jeden Fall schon mal eine Straße nach hier unten. Gut, dann würde ich sagen, dich bauen wir schon mal. Und als nächstes, Arbeiter Steine. Erstmal eine Lehmgrube. Die packen wir einfach dahin. Und dann bauen wir... einfach die Straße hier hoch. So. Bauen wir schon mal. Jetzt bauen wir nicht auch auf jeden Fall erstmal Arbeiter. Und am besten bauen wir aber auch direkt nochmal die Ziegelei daneben. Können wir dich auch direkt bauen? Wir können dich direkt bauen. So. Wir sind 65 Arbeiter im Minus. Das bedeutet, wir lassen mal ein paar Bauern aufsteigen, würde ich sagen. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Erstmal die hier im Stadtzentrum herum, würde ich sagen. Die nach da gehen. Auch so. Lassen wir sie auch erstmal einziehen. Oder müssen die überhaupt noch einziehen? Die Zahl geht nicht weiter runter. Müssen wir wahrscheinlich mehr ausbauen. Okay, dann bauen wir dich nochmal weiter aus. Und jetzt haben wir kein Holz. Also mehr Holz. Sieht eigentlich aus. Du arbeitest auf 100%. Im Lager, wir haben Holzüberschuss. Ich würde dann einfach mal ein weiteres Sägewerk bauen. So, bauen wir da hin. Das kann auch direkt gebaut werden. Zack. Bauern haben wir ja noch ein paar.
Also ist das erstmal kein Problem. Fällt mir hier mal weiter runter. So. Position 1. Ich verdrehe immer noch gerne die Kamera. Guck mal, was hast du eigentlich für eine... Ein Auftrag von Krieg nährt die Wissenschaft und Wissenschaft nährt den Krieg. Setzen wir diese neue Mutterscheinung der Fotografie ein, um die Formation des Feindes Wort festzuhalten. Denn Aufklärung ist ein entscheidender Teil für eine gute Strategie. Wenn ich weiß, wie der Feind sich aufgestellt hat, werde ich sogleich wissen, wie ich ihn vernichten kann. Aha. Ja. Dann machen wir mal ein schönes Bild. Ja, ich hätte gerne das. Fotografieren Sie Ship of the Line. Das ist hier hinten. Das können wir locker. Weil ich möchte es ein bisschen mehr so. Willst du was machen? Wir schicken die Jackdaw hier vorbei. Ich möchte das ein bisschen realistisch machen. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, wenn wir jetzt einfach so das Bild machen können. Also schicken wir unser Schiff mal in die Richtung. Gut. So, wir haben wieder Holzbretter. Das ist gut. Dann bauen wir nochmal zwei aus. Und wir sind 5 Arbeiter im Plus damit. Damit können die hier auf jeden Fall anfangen zu arbeiten und die ersten Ziegel produzieren. Lebenproduktion steigt noch an, nähert sich den 100%. Ich habe mir übrigens gedacht, weil wir jetzt um Ostern herum so sommerliche Temperaturen haben, ziehe ich mir mal einen Hawaii hinter. Den Sommer auch ins Zimmer zu holen. Okay. Was haben wir hier? Immer noch zu viele Transporter. Ja, wir produzieren die ersten Steine. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. Meine Rede. Freiheit und Gleichheit für alle. Ich hoffe, das werdet ihr hier in Fairhaven auch bekommen. Es ist immer noch ein wunderliches Dorf. Wie sieht eigentlich unsere Bilanz aus? Plus 53. Ich finde, das könnte ein bisschen mehr werden. Dann hätte ich aber gerne mal einen Überblick über unsere Rohstoffe. Oder unsere Waren. Ah, ich finde, da können wir noch ein paar Bauern hinsetzen. Ein paar mehr Bauernhäuser können nicht schaden. Ja, wobei, nicht da. Da wollten wir spezielle Gebäude hinhauen. Die bauen wir... Wobei, habe ich nicht das letzte gesehen? Ja, stimmt. Man kann es mittlerweile aufziehen. Alles. So. Straße hier runter. Nicht da, da, da. Und ich überlege gerade, ob wir nicht... Wir wollen ja in die Richtung noch hoch. Es müsste eigentlich, dass hier schon wieder alles umgebaut werden. Ob man hier nicht eine zweispurige Straße hochlegen könnte. Aber wahrscheinlich machen wir sie dann eher hier hinten hin, würde ich sagen. Müssen wir nicht so viel wegreißen. Dann müssen wir nämlich nur die Reihe da wegreißen. Das bedeutet, wir bauen auch erstmal die hier aus. Dann können wir das nämlich kompensieren. Wie gesagt, ich möchte hier von Anfang an mal ein bisschen schön bauen.
Weil hier eigentlich mehr so die zweispurige Straße besser wäre. Vielleicht machen wir es auch da. So, hier zum Markt hin. Dass man hier so... Ah, ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Da habe ich doch eine Idee. Dass man hier quasi sagt, das wäre so ein Einbahnstraßensystem. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, ja, mir fällt da schon was ein. Gut, ist unser Schiff angekommen? Position 1 mal bitte eben. Ja, unser Schiff ist angekommen. Dann machen wir jetzt mal eben das Foto. So, wie ob wären wir hier im Hochmast. Zack. Und wir checken das Foto ab. Sie geben einen tüchtigen Lakaien ab. Tüchtiger Lakai, also darüber unterhalten wir uns nochmal, ja? Ich hätte gern etwas anderen Titel als Lakai. Und in der Zwischenzeit springen wir mal ein bisschen vor. Damit es ein bisschen schneller geht hier. Das Lagerhaus können wir schon mal ausbauen. Und... Ah, es fehlt nur ein Stein. 75% arbeiten die. Die arbeiten nur 100%. Es wird gerade wieder mehr. Aber als erstes einmal... Oder auch nicht. Es kommt schon. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo ist jetzt schon wieder ein Feuer ausgebrochen? Da ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr... kommt langsam an ihre Grenzen. Die Feuerwehr kommt langsam an ihre Grenzen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Feuerwache. Hier noch irgendwie eine Feuerwache hinbauen, wäre wahrscheinlich auf Dauer gar nicht mal so dumm. Da kriegen sie es noch unter Kontrolle. Schauen wir mal kurz, ob sie es unter Kontrolle kriegen. Ich glaube an euch, Jungs. Bisschen näher ran mal. So. Eine schöne Aufnahme. Darf man nie vergessen. Aber das scheint, ob wir kriegen sie es noch hin, dann sparen wir uns nochmal eben die Feuerwehr. Die ist dann doch noch nicht so wichtig, alles scheinbar. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Natürlich ist sie das. So, und wir sind mal wieder im Minus mit unseren Arbeitern. Ist aber gar kein Problem. Kann ich irgendwie mehrere markieren? Nee, leider nicht. Dann kann mehrere sollen aufsteigen. Wir machen hier mal den ganzen Straßenblock fertig. Als Arbeiter. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. 25 Arbeiter wieder im Plus. Wurst wird jetzt auch produziert. Die Frage ist nur, ob nicht mehr Schweinefarm ihn hier unterstützen können. Ich glaube schon. Ich glaube, das dürfte möglich sein. Deswegen setze ich mich einfach nochmal eine hin. So, 3, 4, 5. Zwei Schweinefarmen. Dürfte der ein bisschen schneller arbeiten. So, können wir dich jetzt mal ausbauen mittlerweile? Nee, wir brauchen 20 Steine natürlich dafür. Und wir haben jetzt eine Kirche, ein öffentliches Gebäude. Denn mittlerweile, Zufriedenheit, wollen die eine Kirche haben. 25 Steine kostet die. Da müssen wir leider ein bisschen auf die Steine warten, Jungs. Das ist leider nicht so leicht gemacht. Und die breiten sich immer mehr auf Inseln aus. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich.
Admiral auf der Brücke. Also beim letzten Mal mussten wir gar keine Änderungen machen. Ich hoffe diesmal auch nicht. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Fairhaven, also Glück und Licht. Fairhaven ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln. Äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung, aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Ja, wann ist man das schon mal, ne? Denke, spielen Sie keine bedeutende Rolle. Wieso hat sich unsere Beziehung verkümmert? Kümmern wir uns gleich drum. Beziehung verkümmert. Die Beziehung zu Anne Harlow haben sich jüngst verschlechtert. Ich habe sie erst getroffen. Also das sind unsere ersten Beziehungen. Wie können die sich verschlechtert haben? Melden verärgerte Botschafter wegen grundlegender Differenzen zwischen uns. Ja, sie ist Piratin, ich bin ein Mann des Volkes und des Rechts. Mann des Volkes. Na, löschen wir den Satz. Wir hoffen, die Bedeutung guter nachbarschaftlicher Beziehungen wird nicht unterschätzt. Ja, viel Spaß mit Piraten, sich freundschaftlich als Nachbarn. Ja, egal. Beste Arbeiter, Erstarbeiter stechen die Uhr. Die ersten Arbeiter tummeln sich bei Philip Scott und tauschen den Flug gegen eine glänzende Zukunft in der Industrie ein. Eine neue Ära beginnt mit dem Rauchen der ersten Schlote, der Arbeiter die schlichte Kleidung der Fabriken anlegen. Na, komm, veröffentlich das mal so. Sollen ruhig wissen, dass Piraten in den Gewässern hier hausen. So, und wieso hat sich unsere Beziehung hier verschlechtert, mein Freund? Gehen wir mal auf Diplomatie. Hä? Warum? Warum? Gucken wir erstmal. Dafür gehen wir aber erstmal hin und sagen hier wieder normales Tempo. Diplomatie. Admiral Vincent Silver ist ein erfahrener, berechnender und humorloser Eroberer. Oh, unsere Beziehung hat sich auch gerade verschlechtert. Warum verschlechtern sich Beziehungen? Aktionen. Gucken wir doch mal kurz. Geschenk anbieten. Ja, das bedeutet wahrscheinlich Geldgeschenk. Ja. Meine Aufgabe ersuchen. Ja, machen wir gleich mal. Versuchen wir es mal anzuschauen. Gefühlsausbrüche befremden mich nur. Super Arbeit, Philipp. Seine adelige Erziehung und die Ausbildung an den erlesensten Militärakademien haben ihn auf ein Leben voller Macht vorbereitet. Als eiserner Traditionalist ist es seine Überzeugung, dass das zerfallene Reich Lacuna von Lacuna in dessen Dienst er steht, gegen die bestehen wird. Okay. Das Ding hat sich mit der Zeit verschlechtert. Ja, okay. Das ist schade. Vielleicht sollte ich doch nicht immer alles auf schnell laufen lassen in Zukunft. Schauen wir mal. Okay. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau, eine Kirche bauen. Brauchen wir 25 Stein für. Das ist noch nicht so gut. Ansonsten, wie sieht's aus? Ihr wollt Kirche haben und ihr wollt jetzt aber auch Brote haben. Was brauchen wir für Brote? Brote brauchen Getreidefarm, die wir hier anbauen können. Das ist schon mal ein Vorteil. Und dann wahrscheinlich hier eine Mühle, genau. Und Brot. Also das ist quasi die gleiche Produktion wie bei Anno 1404. Also nicht viel Neues für uns. Ich weiß, ich werde die Produktion irgendwann komplett umbauen müssen. Aber für die erste Zeit... Ne, lassen wir es einfach mal hier. So. Wir packen die mal hier hin. Wie viele? 144. Jawohl, das passt sogar so. Passt das auch, aber hier einen weiter weg. So. So ist auch schön. Wir machen das so. Ja, ich bin mal wieder viel zu langsam, ich weiß. Aber sowas braucht Zeit. Soll ja schön aussehen.
so ein Feldweg hier hin. Oh, sieht doch nicht schön aus. Schade. Lassen wir jetzt aber so. Wahrscheinlich können wir auch direkt mehr Getreidefarm bauen. Die Farm bauen wir aber einfach mal ein bisschen. Die Richtung. So. Bauen. Bauen. Und dann brauchen wir eine Mühle. Die kostet 5 Stein. Ja, komm. Brot ist mir jetzt gerade erstmal wichtiger als eine Kirche. Bauen wir dich mal dahin. Direkt gebaut werden. Und was brauchen wir hier noch? Eine Bäckerei können wir auch noch bauen. Direkt daneben. Zack. Perfekt. So. Damit produzieren wir auch schon mal Brot. Dann solltet ihr wieder ein bisschen zufriedener sein. Stand gespeichert. Und wir sind im Minus. Das bedeutet mehr Bauern. Wie wäre es, wenn wir in die Richtung weiter uns ausbreiten? Nee. Wir wollen ja hier auch noch ein paar hinsetzen später, haben wir gesagt. So. Guck mal, das passt sogar perfekt mit der Straße, die schon hier ist. Umschalt-U war das. Damit kann ich alles direkt ausbauen. Da bauen wir schon mal ein bisschen Steinstraße hin. Damit die Ausbuchtung da ein bisschen schöner aussieht. Haben die Arbeiter eigentlich irgendwie Dekokram? Nee, Dekokram haben die noch nicht. Seife und Stahlträger kommen auch noch. Kleiner Hafen. Was können wir denn beim kleinen Hafen bauen? Kanonenturm. Also wenn sich Beziehungen weiter verschlechtern, ist Kanonenturm ja nicht unbedingt die falsche Wahl, würde ich mal behaupten. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass alles relativ friedlich bleibt. Geschützstellung, yeah. Gefällt mir. Hafenmeisterei. Nutzt Items, um umliegende Hafengebäude zu verbessern. Ha, das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber da war bei den Bauern war doch noch was. Wirtshaus. Natürlicher Park. Nee, doch nicht. Wo war das denn? Doch gerade noch irgendwas ge... Da, Handelskammer. Nutzt Items, um umliegende Produktion zu verbessern. Also, sobald wir Items haben, können wir das dann machen. Eine Schiffswerft. Wo bauen wir denn die Werft hin? Hier, also der Hafen ist... Ja, ich hatte tatsächlich die an... Ja, jetzt, ich hätte wahrscheinlich generell hier drüben das alles hinbauen sollen. In den richtigen Hafen. Es muss mehr so der Stadthafen werden. Depot. Das ist einfach nur quasi Lager. Kaimauer. Können wir das nicht im Blaupausen-Modus bauen? Okay. Kaimauer ist nicht im Blaupausen. Blaupausenmodus möglich. Aber wir sparen jetzt erstmal auf die Kirche, würde ich sagen. Wir können aber unsere Steinproduktion ja vielleicht ein bisschen ausbauen, weil ja, mittlerweile auf 98%. Das hier hinten ist natürlich... Ah ne, das sind Ölquellen. Okay. Hier haben wir noch ein Lehmvorkommen. Und hier, das Lehmvorkommen sollten wir, glaube ich, erstmal anschließen. Haben wir sonst noch Lehmvorkommen hier? Sieht gerade nicht danach aus. Okay. Dann schließen wir doch einfach mal das Lehmvorkommen an. Eine Lehmgrube. Packen wir hier hin. Dann. Eine Straße dahin. So. Einmal ausbauen. Und jetzt brauchen wir wieder ein paar neue Arbeiter. Das ist gar kein Problem. Bauen wir hier einfach mal einen weiteren Straßenblock aus.
Sollte es auch klappen. Wir leben hier an einem. Neues Gebäude freigeschaltet. Okay, ich bin einfach durch zu schnell mit dem Ausbau. Sagt mir jetzt bitte nicht, jetzt wollt ihr auch noch Seife. Dies war, glaube ich, nicht sehr schlau, Philipp, so schnell auszubauen. Noch geht es. Brot ist gerade erst dabei zu starten. Du arbeitest auf 100%. Wie sieht es denn generell da aus? Es ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen, wie es aussieht. Sehr, sehr ausgeglichen. Bauen wir doch einfach eine weitere Weizenfarm erstmal. Die kann ja nach hier. Spielstand gespeichert. So, perfekt, 144. Perfekt. Eine weitere Weizenfarm für die Stadt. Wir sind auch mittlerweile eine Hafenstadt. Das ist auch was Schönes. Was haben wir hier? Einwohneraufgabe. Ich würde den Vorarbeiter deswegen anhauen. Meine Kumpels und ich haben schon so viel erlebt in der Ziegelei. Jetzt hat Jimmy bald Geburtstag und das perfekte Geschenk für ein gerahmtes Bild von dem Ort, der uns zusammengebracht hat. Also das perfekte Geschenk wäre ein gerahmtes Bild von dem Ort, der uns zusammengebracht hat. Deutsche Sprache, ja. Natürlich, kein Problem. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste. Wo ist denn die Ziegelei? Die Ziegelei ist hier oben. Natürlich starten wir hier ganz hinten. So, machen wir mal ein schönes Bild davon. Perfekt. Foto abschicken. Nicht übel, Boss, wirklich. Boss, so kann man mich gerne nennen. So kann mich auch der nette General nennen. Oder Admiral. Aber doch nicht Lakai. Ich bitte euch. Ich bin auch nicht der Lakai von irgendjemandem. So, 9 Ziegelsteine. Arbeitet ihr mittlerweile auf? Mittlerweile kriegt ihr mehr. Geht jetzt dahin. Mehr Ziegelsteine wären super. Brot steigt gerade wieder. Das ist gut. Weniger als uns zusteht. Das ist schon mal gut. Okay. Seifenproduktion. Jetzt gucken wir mal kurz. Wir brauchen einen Stallträger. Und Schweine. Alles klar. Was brauchen wir dafür? Eine Eisenmine. Dann brauchen wir eine Köhlerei. Wir brauchen einen Hochofen und ein Stahlwerk. Soll die alles bekommen? Aber ich würde trotzdem gerne erstmal die Kirche bauen, um so ein bisschen auch die Zufriedenheit zu stärken. Damit das hier erfüllt ist. Damit wäre ich eigentlich erstmal ein bisschen zufriedener, würde ich sagen. Die kommt dann, glaube ich, doch eher dahin, oder? Wie groß ist eigentlich die Kirche? Guck mal, die passt nämlich da so besser hin als da. Dann deckt die auch mehr ab, wenn wir später in die Richtung expandieren. Schiff unter Beschuss. Oh Gott, wo ist mein Schiff unter Beschuss? Wieso bist du schon wieder... Bist du schon wieder an der... Alter, wie dumm seid ihr eigentlich? Abdrehen. Sofort abdrehen. Komm erstmal in den Hafen zurück. Danke. Nicht sehr schlau von denen. So. Ja, wo war ich genau? Die Kirche planen. Dann würde ich die eher da hinsetzen tatsächlich. Und in die Richtung mehr eher mit den Häusern expandieren. Das wären dann 6 Häuser. In die Richtung gehen würden.
Wir können dann da die Kirche hin. Okay. Wir bauen euch 6 Mal und wir reißen dafür 3, 4, 5, 6 ab. Dann können wir nicht planen. Dann kann ich die Kirche... dahin. Weil wir wollten ja... mit der Straße uns das überlegen. Na... es wird, glaube ich, nichts mit meiner doppelten Straße. Für alles, schade. Was ich erfände, gebührte dir der Dank. Bitte mich um die Erlaubnis auf nein. Wo willst du dich denn niederlassen, wenn du mich schon fragst? Kriege ich das gezeigt? Egal, ich hoffe, dass es nicht... Schön, dass du mir dieses Fleckchen Erde überlassen hast. Ja, wir werden sehen. Vielleicht kaufe ich es dir auch noch irgendwann ab. Wir sollten auf jeden Fall auch mal Land claimen, glaube ich. Das wäre gar nicht mal so dumm. Hier haben wir Zinnvorkommen, Steinkohlevorkommen. Zwei Eisenvorkommen, Zementvorkommen, Kupfervorkommen. Könnte unsere Bergbauinsel werden. Also, weil hier haben wir nicht so viel Bergbau. Wobei ich auch ein bisschen mehr... ja, wisst ihr was? Wir machen das. Okay. Gibt es hier irgendwie Reparaturkram? Ich habe das Gefühl, gleich ist unser Schiff hält nicht mehr viel Stand. Bereit für neue Kannst Befehle. Du nicht reparieren? Nee. Du kannst nicht reparieren. Wir brauchen wahrscheinlich echt eine Schiffswerft dafür. Machen wir da erstmal eine hin, würde ich sagen. Da kostet auch wieder 25 Steine, egal. Okay, wir brauchen jetzt erstmal... handelsguten Menüs. Betrug jetzt nur noch... Transfermenü, da, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Was bräuchten wir denn für... was bist du eigentlich? Lotse! Bewegungsgeschwindigkeit, Schadensverlangsamung. Du erstmal auch da rein. So, Waren. Was können wir denn an... was brauchen wir denn für ein Kontor? Brauchen wir dafür nur Holz? Ich möchte nur diese Insel claimen. Ich möchte noch gar nicht groß darauf bauen. Nur, dass die uns keiner wegnehmen kann. Sind unterwegs. Gucken wir mal, ob das reicht. Wir hatten nämlich am Anfang noch Stahlträger dabei, meine ich. Hoffen wir mal, dass das reicht. Gut. Wie sieht's aus? 15 Steine. Wir brauchen immer noch 10 mehr. Sieht es denn auf dem Lager gerade aus? Wir haben 44. Wir können eine weitere Zieglerei bauen. Packen wir dich da hin. So, zack. Eine weitere Zieglerei. Oh, ihr habt keine Straße. Sagt doch was. Sagt doch was. Renovieren wir mal und das renovieren wir auch. Dann kann hier auch ein weiterer Häuserblock hin. Ja, wir müssen an das Eisenvorkommen später ran. Das ist natürlich ein kleines Problem. Warte. Du hast bestimmt was, das ich brauche. Angebot, Handelsrechte. Handel schafft Verständnis füreinander. Ich glaube, es ist gar nicht mal so dumm, wenn wir uns erstmal mit einer Person hier anfreunden. Beeindruckend.
Verdammt, was ist Ihr Geheimnis? Nicht, dass ich es bräuchte. Natürlich brauchst du das nicht. Wenn du nicht bei der Frau landen kannst, kann ich hier nichts dafür. Meine Geheimnisse verrate ich hier garantiert nicht. Wir gehen weiter in die Richtung, würde ich sagen. Das heißt, hier ein weiterer Straßenblock hin. Wie sieht's mit den Bedürfnissen aus? Fisch, ganz gut. Schnaps ist nicht so gut. Wieso ist Schnaps nicht so gut? Schnapsbrennerei 100%. Kartoffeln, so viel. Also, wir müssen einfach nur mehr Schnaps anbauen. Also, mehr verarbeiten zu Schnaps. Machen wir das doch direkt mal. Speichern. So, wir sind aber schon wieder bei einer Dreiviertelstunde fast. Ich will die Folgen kürzer halten, weil es dafür dann vielleicht ein bisschen häufiger wieder. Aber damit das nicht so lange dauert, rendern und upload. Die bauen wir noch eben aus. Zack. Wir werden wieder ein bisschen mehr Bauern haben. Und dann, also mittlerweile haben wir schon eine kleine Hafenstadt, die auch echt schick aussieht, möchte ich mal behaupten. Wir haben einen Fotomodus rein, hier auch unsere Weizenfelder. Hier mit der schönen Blaupausenkirche verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.